Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute in diesem Video, ich weiß gar nicht, ob ich das alles, ich kann es ja mal so hochheben, soll es um meinen Lesemonat April gehen. Also die Bücher, die ich im April alle gelesen habe und wie sie mir so gefallen haben, ob ich sie weiterempfehlen kann, ob vielleicht ein Jahreshighlight oder so dabei war. Und genau, ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem ersten Buch an, weil es sind mal wieder so einige. Das Video soll ja auch nicht ellenlang werden. Genau, ich habe die alle hier so neben mir liegen, deswegen müssen wir zwischendurch immer mal wieder gucken. Das erste Buch, was ich im April dann tatsächlich auch beendet habe, das hatte ich ja im März schon mal erwähnt, dass ich das eigentlich schon fast ganz durchgelesen hatte. Aber halt ein paar hundert Seiten oder so hatten noch gefehlt. Und zwar rede ich von Saphirblau, Liebe geht durch alle Zeiten von Kerstin Gier. Da hatte ich ja den ersten Teil Rubinrot der Edelstein-Trilogie im Februar gelesen und halt auch schon einen großen Teil vom Saphirblau, vom zweiten Teil. Da fehlte mir jetzt noch so ein kleiner Rest. Genau, in der Trilogie geht es ja grundsätzlich um Gideon und Gwen, die beide das Zeitreisegehen haben. Und sie reisen munter in der Zeit hin und her, also meistens in die Vergangenheit zurück. Man kann jetzt nicht in die Zukunft reisen oder so, sondern sie erleben einige Zeitsprünge in die Vergangenheit. In dem zweiten Teil jetzt auch größtenteils zusammen. Also im ersten Teil hat Gwendolyn das ja gerade erst noch herausgefunden, dass sie dieses Gen in sich trägt. Aber jetzt erleben die beiden gemeinsam einige Abenteuer in der Vergangenheit. Und wie das alles noch mit diesem Grafen von Saint-Germain und der Loge zu tun hat, das muss man dann selber im Buch herausfinden. Es läuft auch nicht immer alles so super glatt. Und es passieren auch so ein paar Missgeschicke. Genau, die Liebe spielt auch noch eine Rolle. Also die beiden kommen sich so ein bisschen näher und ich fand es einfach wieder ein wunderbares Buch. Ich habe 5 Sterne gegeben. Ich mag einfach den Schreibstil von Kerstin Gier total gerne. Sie schreibt so locker, lustig vor sich hin und auch dieser kleine Wasserspeierfreund, den Gwendolyn noch hat und die Gespräche zwischen den beiden, das ist einfach. Also ich musste öfters lauthals lachen und es hat mir wirklich gut gefallen. Es ist ein gutes Jugend-Fantasy-Buch. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Ich werde auch auf jeden Fall mit Smaragd Grün noch weitermachen. Generell kenne ich die Trilogie ja schon, die habe ich auch vorher schon mal gelesen, aber ich möchte auf jeden Fall den dritten Teil, das große Finale, jetzt auch noch lesen. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist Duty and Desire verboten, sinnlich, vorsätzlich verliebt. Wow. Nah dran, doch vorbei. Nein. von Tessa Bailey. Das ist der erste Teil einer Trilogie, meine ich, soll es werden. Und in dem soll es um eine Polizeiakademie gehen, also in der ganzen Trilogie. Und im ersten Teil lernen wir sozusagen Charlie und Eva kennen. Charlie und Eva, sie begegnen sich eines Abends in einer Bar und merken sofort, dass sie sich irgendwie zueinander hingezogen fühlen und beschließen dann eine lockere Freundschaft plus, nenne ich es jetzt mal, einzugehen. Beide wollen keine Beziehung. Charlie, der möchte sich 100% auf seine Ausbildung bei der Polizei konzentrieren. Der hat von der Familie, also der Bruder und der Vater sind auch alles schon gute Polizisten und er hat so ein bisschen Druck quasi von oben auf sich lasten. Und Eva glaubt einfach nicht an die Liebe und lässt sich deswegen auch auf die Regel keine Beziehung, nur Sex im Prinzip ein. Irgendwann passiert aber so ein kleiner Sinneswechsel, würde ich mal sagen, bei Eva und sie möchte sich doch auf die Suche nach dem richtigen Mann fürs Leben begeben und deswegen das Arrangement mit Charlie beenden, was der wiederum nicht so toll findet und er versucht jetzt im Laufe des Buches quasi Eva so ein bisschen klar zu machen, hey, bleib doch lieber bei mir ohne Beziehung, als jetzt jemand anderen zu suchen. Ich muss sagen, das Buch hat mich leider enttäuscht. Also so viele haben auch so gut davon gesprochen und das sozusagen vorgeschwärmt. Die Geschichte klingt auch richtig gut, aber mir hat es leider nicht so richtig gefallen. Also das war irgendwie zu viel Sex und zu wenig Inhalt, würde ich mal so sagen. Also mir war jetzt leider Charlie auch nicht so super sympathisch. Die Art und Weise, wie er dann versucht hat, Eva zurückzugewinnen, sozusagen, fand ich schon an manchen Stellen echt kritisch. Also ich kann da jetzt nicht so näher drauf eingehen, sonst müsstet ihr es nicht mehr selber lesen, aber manche Situationen fand ich schon echt schwierig, so als Mensch, dass jemand das so macht. Der Schreibstil war gut, also man konnte es gut und flüssig lesen und das Buch ging auch schnell sozusagen zu Ende. Es sind jetzt ja auch nicht so viele Seiten.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die nächsten Teile auch noch lesen soll. Also wie gesagt, vielen hat es ja auch super gut gefallen. Mila, ich habe mir auch ein bisschen mehr erhofft von dieser Polizeiakademie. Aber da gibt es vielleicht so zwei, drei Szenen und halt, dass Charlie diesen Hintergrund hat, dass seine Familie auch viele Polizisten sind. Aber ansonsten kam es mir ein bisschen zu dürftig. Also ich habe dem Buch auch nur 3 Sterne gegeben, was ich ehrlich gesagt jetzt rückblickend noch sehr gut finde, weil es sich halt trotzdem locker leicht durchlesen lässt und es auch einige schöne Szenen gab. Aber ich kann es jetzt nicht so hundertprozentig weiterempfehlen, wie alle anderen das tun. Dann habe ich ein etwas anderes Genre sozusagen für mich mal ausprobiert, und zwar so die Historik-Roman-Richtung, würde ich mal sagen, und auf den Autor, die Autorin, beziehungsweise die man ja dann direkt trifft, wenn es in die Richtung gehen soll, ist Lucinda Riley. Deswegen habe ich auch mit ihr sozusagen mit der Sieben-Schwestern-Trilogie in dieses Genre gestartet. Genau, es geht in diesem Buch, beziehungsweise in dieser Buchreihe, es erscheinen noch mehrere Bände, es sind glaube ich auch schon fast alle erschienen, da bin ich mir jetzt nicht sicher, um 6 Schwestern, die zusammen von ihrem Adoptivvater adoptiert wurden, also vom, wie heißt der nochmal? Steht nur von ihrem geliebten Vater, ich weiß gerade leider nicht mehr, wie der Vater hieß, adoptiert wurden und dann gemeinsam an einem großen Anwesen aufgewachsen sind und jeder hat eigentlich so einen anderen Ursprung auf der Welt, wo er herkommt. Und als der Vater stirbt plötzlich, treffen sich alle dort an diesem Genfer See, an dem Anwesen, wo sie alle aufgewachsen sind, wieder. Und jeder bekommt dann so kleine Hinweise von dem Vater, wo ihr eigentlicher Ursprung ist, wo sie eigentlich herkommen. Und im ersten Buch geht es jetzt um Maya, die sich dann gemeinsam auf eine Reise nach Rio de Janeiro begibt und dort auch mit einem Bekannten sozusagen ihre Herkunft erforscht. Und ja, man springt dann immer wieder so ein bisschen zeitweise zurück in die Vergangenheit zu einer Vorfahrin von dieser Maya. Und zwar ist das Isabella, Isabella Bonifaco, meine ich. Und lernt auch so ein bisschen deren Leben kennen und taucht ein in die Geschichte Rios. Also mir hat es echt richtig, richtig gut gefallen und ich war super erstaunt, also wie gut sich das lesen lässt und wie spannend auch tatsächlich die Geschichten oder das Leben, was erzählt wurde von dieser Isabella war. Ich fand es auch gut, dass nicht so oft hin und her gesprungen wurde, sondern ich glaube, es gab, ich glaube, man ist 2 oder 3 Mal halt dann für einen längeren Teil in die Vergangenheit gesprungen und dann wieder für einen längeren Teil in die Gegenwart. Das hat mir sehr gut gefallen, damit man nicht so oft hin und her denken musste. Ich schaue noch mal kurz. Ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben. Es ist jetzt kein absolutes Lesehighlight. Absolute Lesehighlighter bekommen bei mir 5 Sterne. Aber es ist ein wirklich, wirklich gutes, solides Buch und es hat ja auch vielen sehr gut gefallen und ich werde auf jeden Fall in der Reihe weiterlesen. Dann habe ich eigentlich mit einer Reihe erstmal nur beginnen wollen und zwar ist das die Crossfire-Reihe. Der erste Teil ist jetzt Versuchung. Ich habe dann anschließend auch noch Crossfire Offenbarung, den zweiten Teil, und Crossfire Erfüllung, den dritten Teil, hinterher gesuchtet. Die Reihe hat insgesamt 5 Teile, aber jetzt nach dem dritten kann man gut so einen kleinen Moment Pause machen. Ich habe jetzt auch erstmal wieder genug von der Welt, auch wenn es mir echt gut gefallen hat. Ich halte euch jetzt einfach mal nur den ersten Teil in die Hand, auch wenn das leider das Buch ist mit so einem hässlichen Aufkleber, den habe ich noch nicht abgekriegt. Genau, aber es ist einfacher für mich, nur eins hinzuhalten. Und zwar geht es in diesen Büchern um eine junge Uni-Absolventin, Eva Tramell heißt sie, die quasi frisch von der Uni zusammen mit ihrem besten Kumpel einen neuen Lebensabschnitt starten möchte in New York und dort möchte sie sich in die Marketing-Werbebranche begegnen und in diesem Job oder auf diesem Weg zu diesem Job begegnet sie Gideon Cross, deswegen heißt das Ganze auch Crossfire. Ein Imperiumleiter, einen ganz großen, mächtigen Mann, der super viele Geschäfte hat und dessen Büros sich quasi im selben Gebäude befinden wie die, wo Eva Tramell ihren neuen Job antreten wird. Und die beiden fühlen sich sofort zueinander hingezogen und Gideon erobert sie so ein bisschen auf seine plumpe Art. Und das Ganze geht dann los, ist so ein bisschen. Hinten drauf steht auch noch Platz da, Shades of Grey. Es gibt einen neuen Erotik-Bestseller und erobert die Listen im Sturm. Und ich würde sagen, das ist so von der Thematik her
schon auch so um Macht so ein bisschen geht, aber es ist nicht so krass wie bei 50 Shades of Grey, dass es jetzt total im Vordergrund steht. Ich fand es eine echt gute Serie. Also ich fand, das hat einen so in den Sog gezogen und vor allen Dingen je länger man liest, desto mehr hat man halt über die zwei Hauptprotagonisten erfahren. Und die haben halt einfach eine sehr krasse Lebensgeschichte schon und das hat mir super gut gefallen. Auch, dass noch so sehr viele Nebencharaktere so gut ausgebaut waren. Zum Beispiel der Freund von Eva, also der beste Kumpel sozusagen, über den erfährt man auch so einiges. Oder aber über den Chef von Eva, der ist auch ein ganz lustiger Zeitgenosse, würde ich mal sagen. Und geht halt einfach nicht immer nur um das eine und dreht sich nur um diese zwei, sondern es spielt auch immer noch mit vielen Hintergrundgeschichten und Infos raus. Deswegen, also die haben mir alle drei echt super gut gefallen. Ich habe für den ersten 5 Sterne gegeben und für die danach folgenden jeweils nur 4. Genau, weil, also das war halt ein super krasser Auftakt und da kamen die Bücher nicht mehr so ganz ran. Also hier sind einige Dinge geschehen oder wie die Protagonisten sich entwickelt haben, mit denen ich nicht so ganz d'accord bin, würde ich mal sagen. Aber da kann ich jetzt nicht so viel zu verraten. Und dann habe ich noch ein Buch gelesen, das ist eher so in die Jugendbuchabteilung, also wirklich richtiges Jugendbuch, würde ich mal so sagen, vielleicht so ab 12 Jahren oder so. Aber es hat mich trotzdem super interessiert, weil ich war jetzt so richtig in diesem Zeitreisefieber, würde ich mal sagen. Und zwar handelt es sich um Zimt und Weg von Dagmar Bach. Darunter steht, glaube ich, noch genau die vertauschten Welten der Victoria King. Und ich muss erst mal sagen, wie grandios ich die Idee mit diesem Cover finde. Also, warte, ich nehme mal kurz meinen Zettel hier raus. Erst war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, oh nee, Plastik, Umschlag, warum denn jetzt? Aber es ist halt echt richtig witzig, weil dadurch sind quasi, also jetzt kann man noch alles lesen und wenn ich es dann wegnehme, sieht man nur noch die Hälfte. Und das ist witzig, weil es so gut zu der Geschichte passt. Also in diesem Buch geht es um Victoria King, die seit ihrem 12. Lebensjahr ab und zu einfach mal so nur für ein paar Sekunden in eine Parallelwelt, also es geht nicht um Vergangenheit, sondern in eine Parallelwelt springt. Immer nur für ein paar Sekunden, aber jetzt, wo sie so ein bisschen älter ist, auf einmal auch mal für länger und irgendwann findet sie halt heraus, dass während sie in der Parallelwelt ist, eine andere Form ihres Ichs quasi in ihrer Welt und das wirbelt so einiges durcheinander, auch was so jungstechnisch Verliebtsein angeht und genau. Ich finde Victorias Familie einfach wunderbar lustig. Also die lebt zusammen mit ihrer Mutter und ihren Großeltern in einem Bed and Breakfast, was die Mutter führt und deswegen kriegt man auch immer mal wieder so ein paar Anekdoten von verschiedenen Touristen sozusagen, die da sind, mit und ach, keine Ahnung, hat sie noch so eine verrückte Tante und es war einfach wirklich, wirklich witzig zu lesen. Also man flog nur so durch die Seiten und ich fand auch die Grundidee dahinter, dass es vielleicht ganz viele Parallelwelten gibt, wo wir immer noch wir sind, aber aufgrund von kleinen anderen Entscheiden und Zufällen alles in eine ganz andere Richtung geht. Wirklich gut, also auch mal so ein bisschen darüber nachzudenken, weshalb Dinge überhaupt so laufen, wie sie laufen. Genau, es ist natürlich jetzt nicht super tiefgründig und dieses Jungsdrama, es ist halt wirklich eher für 12- bis 14-Jährige oder so geschrieben. Es hat mir trotzdem, wie gesagt, gut gefallen. Ich habe dem Ganzen 3,5 Sterne gegeben, eben weil es jetzt keine geschichtliche Bestleistung ist, aber trotzdem ein Buch, was ich weiterempfehlen würde. Ich denke, wenn auch jetzt nicht direkt, aber ich werde die anderen Teile davon auch noch lesen. So, ein bisschen eine andere Perspektive, nicht erschrecken. Ich habe jetzt noch einen kleinen Restteil vom Lesemonat April für euch. Ich musste den Großteil des Videos schon mal ein bisschen vordrehen, also ungefähr, ich glaube, vor einer Woche oder so habe ich den gedreht und innerhalb dieser Woche habe ich jetzt halt noch zwei weitere Bücher zu Ende gelesen und die möchte ich euch natürlich auch noch kurz vorstellen, der Vollständigkeit halber und weil sie auch einfach mir beide wirklich sehr gut nochmal gefallen haben. Das schneide ich dann einfach da hinten nochmal mit dran. Also für euch ist das ja kein Unterschied. Ich sehe nur ein bisschen anders aus und bin in einer anderen Umgebung. Ansonsten alles beim Alten. Genau, ich lege mal so lange Kurs noch mehr ab. Ein Buch, was ich da noch gelesen hatte, war Naked Heat in der Hitze der Nacht von Richard Castle.
Wo halte ich das jetzt am besten hier? Das ist der zweite Teil rund um die Reihe der Detektivin Nikki Heat und dem Reporter oder Journalisten Jameson Wook. Und hier haben sie quasi einen weiteren Fall, den sie dann gemeinsam klären. Und zwar wurde eine bekannte Klatschkolumnistin, Kolumnistin, ist auch ein komisches Wort, ne? Und zwar wurde eine bekannte Klatschkolumnistin, komisches Wort, getötet. Und die hatte nicht nur Freunde, wäre übertrieben, sie hatte sehr viele Feinde, sagen wir es mal so. Woraufhin dann Detective Heat und der Reporter Jameson Wook auch vor vielen Tatverdächtigen sozusagen stehen. Und wie sich das dann alles ineinander verwoben hat und ach, das. Ich fand es wieder mega gut. Also es war super interessant zu sehen, wie so die Dynamik im Team schon so ein bisschen verändert hat und wie die beiden sich wieder etwas näher gekommen sind, wieso dieser Jameson Wook überhaupt wieder mit dabei war. Und auch der Fall an sich, also das Leben von Cassidy Town, so heißt diese Reporterin, die immer diese Kolumne geschrieben hat. Was da einfach alles so für Intrigen und dahinter steckt. Es waren so viele Geschichtsstränge, die dann am Ende alle zusammengeführt haben zu einem großen Finale und ich fand es wieder mega gut. Ich habe dem Buch 4,5 Sterne gegeben, also ist auf jeden Fall eine weitere Empfehlung. Ich bin bisher mega begeistert von der Reihe und schon ganz gespannt, wie es im dritten Teil weitergeht. Beziehungsweise. Also ich mag es halt, dass es im Prinzip immer so ein bisschen weitergeht, weil die Geschichte der Charaktere sich ja weiterentwickelt, man aber trotzdem in jedem Buch einen neuen Fall hat und es sich quasi nicht die ganze Zeit nur um das Gleiche dreht. Band 3 habe ich auch schon hier im Regal neben mir stehen. Mal gucken, wann der dran glauben muss oder wann er gelesen werden darf. Und dann habe ich als letztes im Monat April noch Night School, Du darfst keinen trauen gelesen von, den Namen muss ich jetzt ablesen, CJ Dougherty, würde ich jetzt mal sagen. So heißt die gute Dame. Das ist ja der Auftakt einer fünfteiligen Reihe rund um die Night School. Das kennen wahrscheinlich jetzt auch schon viele, das ist nichts allzu aktuelles, sage ich mal. Die Reihe gibt es schon ein bisschen länger. Und es geht hier drin um Ellie, die so ein bisschen ein problematischer Teenager zu Hause ist. Sie hat irgendwie Probleme in der Schule, schreibt schlechte Noten, hat immer mal wieder auch Kontakt zu der Polizei und irgendwie läuft das alles nicht so super gut. Und dann beschließen ihre Eltern, dass sie auf ein Internat nach Cimmeria gehen soll und da wird sie dann in einer Nacht- und Nebelaktion quasi auch am selben Tag oder am nächsten Tag ist es, glaube ich, hingebracht und von da an ist Ellies Leben total anders und ja, das geht so ein bisschen darum, wie sie sich so ein bisschen einfindet in der Schule und wie Cimmeria, wie die Leute da so sind. Das ist so ein ganz anderes Umfeld, als wie sie vorher hatte. Dann begegnet sie da noch einem Jungen, der sie ganz sympathisch findet und ja, was das alles mit dieser mysteriösen Night School zu tun hat und was passiert, als eine Mitschülerin plötzlich tot aufgefunden wird, das muss man selber lesen. Ich fand es echt mega gut. Erst hatte ich so ein paar Zweifel, weil ich nicht sicher war, ob Internatsgeschichte, ob ich da noch so gut reinkomme. Aber es ist so viel mehr als nur eine Internatsgeschichte, die man so kennt. Mir hat es richtig gut gefallen. Ich habe den ganzen 4 Sterne auch wieder gegeben. Für 5, also für 5 Sterne, für ein absolutes Highlight, waren mir manche Situationen einfach nicht so ganz klar, warum die Charaktere da so gehandelt haben oder warum sie das einfach so hingenommen haben. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, sonst verrate ich euch, worum es geht. Das waren wir auch nicht. Aber so ein Ticken hat einfach noch gefehlt, damit es ein 5-Sterne-Buch wäre. Das liest sich auch so locker, flockig weg und der Schreibstil ist echt super und auch sehr humorvoll an einigen Stellen, dass man auch so ein bisschen schmunzeln muss und einfach die Atmosphäre, die da erschaffen wurde. Ja, es war, als ob man selber mit nach Cimmeria mit Ellie gegangen wäre und da so langsam hinter die ganzen Geheimnisse der Night School kommt. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie es in den weiteren Teilen weitergeht, wie die Geschichte sich entwickeln wird, was noch so alles passieren wird.
Ja, hier hinten im Buch war auch so eine kleine Leseprobe für das zweite Buch mit drin. Und die habe ich jetzt bewusst noch nicht gelesen. Ich habe den ersten Satz gelesen, dachte ich so, oh mein Gott, das kann ich jetzt nicht weiterlesen, weil ich glaube, dann bin ich so unersättlich und muss es unbedingt sofort lesen, dass ich überfordert bin, dass ich den zweiten Band nicht hier habe. Deswegen gedulde ich mich lieber am offiziellen Ende des Teiles 1 und schau mal, wann ich am besten damit weiterlesen werde. Genau, das war es dann jetzt auch für den Lesemonat April. Also heute ist der 30., Donnerstag, der 30. April. Das Video wird wahrscheinlich am Samstag hochkommen. Ich versuche. Ich weiß noch nicht, wie gut das tatsächlich klappt, aber ich habe mir fest vorgenommen, jeden Dienstag und jeden Samstag ein Video hochzuladen. Mal gucken, ob das klappt oder nicht. Aber wenn, dann kommt dieses Video hier auf jeden Fall am Samstag. Ich lese jetzt gerade noch ein Buch, aber das werde ich heute nicht mehr beenden. Also zählt es somit auch nicht mehr zum Lesemonat April und wir sind damit am Ende angekommen. Hinterlasst mir gerne mal unten in den Kommentaren, wenn ihr irgendeines der Bücher schon gelesen habt, wie sie euch gefallen haben und ja, wie euer Lesemonat so war. War er erfolgreich? Also ich habe ja insgesamt 9 Bücher dann gelesen. Das ist eigentlich ein ganz guter Durchschnitt. Ich lese ja, wie gesagt, upsala, jetzt hätte ich fast das Mikro rausgerissen. Ich lese ja, wie gesagt, ungefähr so 8 bis 10 Bücher im Schnitt und 9 liegt ja dann genau in der Mitte. Ja, jetzt habe ich genug am Ende gelabert. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.